So, hallo wieder bei Bussi Yachtshop. Heute wollte ich euch mal vom Axiom zeigen, wie man das mit den Karten hantieren kann. Wir haben hier einmal die Axiom Bildschirm auf dem PC geholt über Anydesk, dass ich das hier gut aufnehmen kann und mit einer ordentlichen Auflösung darstelle. Wenn man das Gerät das erste Mal anschaltet, dann taucht das so auf. Dann kann man hinten eine Navionics, Seamap oder Lighthouse-Karte reinstecken. Ich habe jetzt hier eine Navionics 45XG, das ist die Deutschlandkarte. Die ist im Bereich hier. Da zeige ich euch gleich den Bereich. Aber die wird erstmal nicht angezeigt, obwohl sie hinten drin steckt. Was muss ich also tun? Ich gehe hier oben auf die drei Balken. Dann gehe ich runter, bis ich diese drei Zahnräder kriege. Und da sehen wir jetzt, Lighthouse-Karten ist ausgewählt. Und die steckt natürlich nicht drin. Da steckt eine Navionics-Seekarte drin. Ne? Dann klicke ich da mal auf Navionics und schwuppdiwupp sehen wir hier die ganzen Umrandungen von meinem Navionics-Gebiet. Das ist das 45XG. Gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Kann ungefähr sehen, wie weit das geht. Kann sich mal ändern, aber so, dass ihr es das erstmal seht. So, wir haben hier also die deutsche Nord- und Ostseeküste. Wir haben hier einmal um Dänemark rum. Wir haben hier Südschweden, hier bis Stockholm hoch. Und hier ist Bergen, Oslo drin, sowas, ne? Und hier eine ganze Ecke nach Norwegen hoch. Das ist alles in diesem 45XG-Modul. Und das habe ich mir jetzt hier ausgewählt. Jetzt gehen wir mal hier unten rein und zoomen da mal hin. Ah, ich will keinen Wegepunkt. So, gehen wir mal rein. Und wenn wir jetzt weiter reinzoomen, dann sehen wir auch hier. Gehen wir mal in die Pferde. So, und gehen wir da weiter rein. Nein, ich will keinen Wegepunkt legen. So, dann haben wir jetzt hier die Wassertiefen und die Grenzungen. Wir können auch mal direkt hier oben mal hingehen nach Schilksee. Na, das war ein bisschen weit, 25 Meter ist ein bisschen doll. Oh, Schilksee Strande, da haben wir das, ne? Da sehen wir jetzt hier die Wassertiefen, 7 Meter da, 7 Meter 20 und tiefgestellte 2 ist dann 0,2, ne? Auch wenn ich in den Hafen weiter reingehe, hier ein bisschen in die Mitte ziehen, so. Weiter in den Hafen rein. Dann sehe ich auch im Hafen, wie tief es da ist. So, jetzt ist hier die Navionics-Karte, die Stege sehe ich hier, die Wassertiefen, 4 Meter da oben, 3,50 Meter da unten. All solche Sachen habe ich da jetzt. Und wenn ich mir jetzt hier oben das nochmal auswähle, ich kann das auch mir einfach darstellen, dann ist das wesentlich weniger Wassertiefen. Das ist gerade, und aber dafür sind die Zahlen größer. Das ist, wenn ich weiter weg bin vom Display und das vom Steuer sehen will, das steht in der Sprayhood oder so, dann kann ich mir das auch einfach umstellen. Solche Sachen, das jetzt wieder detailliert. So, dann gehen wir mal runter. Hier kann ich mir auch noch Schichten anzeigen. Hier kann ich jetzt auch die hohe Auflösung habe ich jetzt hier. Ich kann eine mittlere Auflösung wählen oder niedrige. Das entspricht ungefähr dem detailliert. Dann kann ich mir hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. Jetzt erstmal nicht, aber das ist einmal die Auflösung. Dann die Tiefen. Das zeige ich mir natürlich an. Und jetzt soll er das farblich hervorheben. 0 bis 10 Meter. Wenn es über 10 Meter ist, soll es weiß werden. Wenn mir das jetzt nicht gefällt, ich sage alles, was tiefer als 5 Meter, was tiefer als 5 Meter ist. Achso, soll er mir anzeigen nur. Wenn ich jetzt auf 10, 15 Meter, dann seht ihr, hinten tauchen auch die Wassertiefen auf, die Einzellotungen. So, soll er mir nur bis 10 Meter meinetwegen anzeigen. Und die tiefen Linien bis 20 Meter kann ich machen, aber weiter. Nö, tiefer geht nicht. Ja, mal runter. Sollen wir bis 5 Meter anzeigen, die tiefen Linien. Und dann gehen wir mal nach unten. Tiefwasser soll er weiß machen. Ab 10 Meter, da kann ich auch runtergehen, kann ich sagen. Das soll auch schon bei 5 Meter passieren. Alles, was tiefer als 5 Meter ist, ist für mich tief und soll er weiß machen. Da sieht man hier rechts gut. Jetzt geht es bis zur 6 Meter Linie, das blaue. 7, 8, 9, es geht immer ein bisschen weiter, ne? Bis es dann ganz tief ist.
Aber ich könnte mich entscheiden und sagen, ich möchte die 6-Meter-Linie meinetwegen. Gut, und so kann ich das dann einblenden und dann kann ich also das gespeichert und gehe wieder zurück. Jetzt habe ich die, alles über 6 Meter ist jetzt, ne? Gut. Dann habe ich hier die Möglichkeit, das so zu machen. Ja, das wollte ich euch einmal zeigen mit den Ansichten und den Navigationskarten einstellen, wie man dann das mit der Tiefenlinie nochmal bearbeiten kann.